Einen wunderbaren, schönen guten Abend, liebe Damen und Herren. Heute zu der Kultur- und Gartenkanal unserer vierten Sendung aus dem Wohnzimmer in Münster hinaus in die Welt. Und so ganz weit reisen wir heute nicht, aber doch so weit, dass man nicht einfach mal hinfahren kann. Von Münster aus wenigstens nicht. Es geht nach Sanssouci. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Seien Sie herzlich willkommen und gleich ein großes Kompliment an Sie, dass Sie es so gut beherrschen, hier bei dem Zoom-Meeting dabei zu sein, dass Sie die Technik sich soweit heruntergeladen haben, auf Ihren PC, auf Ihr Laptop, auf Ihr iPhone, wie auch immer Sie zugeschaltet haben. Und das offensichtlich, Sie können mich dann ja auch hören, der Ton eingeschaltet ist. Dafür haben wir anfangs ja eine Präsentation laufen lassen. Das war ein Film, da konnten Sie nicht hineinklicken, da konnten Sie nichts hineinschreiben. Er sollte einfach nur zeigen, wie man dort den Ton einschaltet. Ich hoffe, das wurde soweit verstanden von Ihnen offensichtlich und andere probieren es vielleicht noch aus. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Sie nicht alleine, sondern ich habe wieder, wie auch bei den letzten Sendungen, meine Tochter zur Seite, die Charlotte. Hallo, guten Abend. Wunderbar, dass du uns hier, mich wieder so großartig unterstützt, denn es ist doch im Hintergrund eine ganze Menge zu tun. Sie haben bemerkt, Sie waren eben in einem Warteraum und wurden dann dementsprechend zugeschaltet, jetzt in unsere Sendung. Das bedeutet aber auch, bei manchen ist womöglich noch ein Ton eingeschaltet oder die Kamera ist eingeschaltet. Das können Sie von sich aus ausschalten, aber das machen wir auch von hier aus. Wir wollen Ihnen ja schließlich nicht ins Wohnzimmer schauen. Wir wollen aber auch gerne mit Ihnen kommunizieren und dafür gibt es ja hier bei Zoom die Chat-Funktion. Nutzen Sie die bitte auch ganz eifrig. Und das bedeutet, wenn Sie in das Bild hineinklicken, mir auf die Nase klicken, dann taucht von unten plötzlich so eine Leiste auf. Vielleicht ist die auch bei Ihnen ja schon da. Und wenn Sie am Computer sitzen, in der Mitte, am unteren Bildrand, da steht das Wort Chat, C-H-A-T. Und wenn Sie dort hineinklicken, manche haben es ja auch schon ausprobiert, dann erscheint dieses Chatfenster. Da haben wir schon ein paar Informationen hineingeschrieben. Wer eben im Warteraum war, hat dort vielleicht schon gelesen von unseren Reisen, von dem Phonecast, von dem Rückblick auf die letzten Sendungen. Das können Sie das nochmal nachlesen. Das werden wir aber nachher noch einmal Ihnen genauestens mitteilen. Machen Sie also herzlich gerne auch Gebrauch jetzt von der Chatfunktion, indem Sie etwas hineinschreiben, was dann allerdings auch für alle dementsprechend lesbar ist. Und das ist ja auch ganz schön. Das ist das Besondere an unserem Format, dass wir miteinander im Dialog sind und nicht einfach hier nur eine Fernsehsendung, die abgefilmt ist, als Monolog Ihnen präsentieren. Und wir wollen natürlich auch heute wieder eine Live-Schaltung machen. Es ist live, 26. Mai. Wir haben es 3 Minuten nach 18 Uhr, das wenigstens in Deutschland. Alle deutschsprachigen Gäste Deutschland, Schweiz und Österreich, herzlich willkommen. Das herzliche Willkommen geht aber auch weit über unsere Grenzen hinaus, nach Spanien, nach Italien, nach Portugal, nach Russland und wo auch immer Sie uns zugeschaltet sind. Schön, dass Sie alle dabei sind. Und dabei möchte ich Sie auch gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass auch unsere letzten Sendungen ja schon für ein bisschen Wirbel gesorgt haben. Wir haben Ihnen schon gesagt, dass unsere erste Sendung aus Andalusien sogar im dortigen Radio bemerkt wurde. Unsere zweite Sendung, nun, sie ist nicht maßgeblich dafür verantwortlich, aber dies ist vom vergangenen Sonntag die katholische Sonntagszeitung. Und dort ist immerhin, ich halte es mal in die Kamera und hoffe, Sie können es gut erkennen. Da sieht man also unsere Reiseleiterin, die Kerstin Tilungini, die ja unsere Sendung über Latium und Rom dann begleitet hat, viel Wunderbares erklärt hat, sehr gut von Ihnen dann aber auch gute Kritik bekommen hat. Sie war einfach eine tolle, sehr kenntnisreiche Gästeführerin. Sie meldet sich dort auch zu Wort und ich lese dabei von der Santa Pazienza, der heiligen Geduld. Das habe ich auch im Ohr, wenn Kerstin immer wieder die heilige Geduld dann heraufbeschwört, die wir ja nicht nur in Rom brauchen, sondern eben auch hier bei uns in Deutschland. Aber auch gleichzeitig ein Gruß nochmal nach St. Petersburg an den Peter, der uns dort vor 14 Tagen begleitet hat. Und diese Sendung ist auch wie die Sendung davor über Rom aufgezeichnet worden und im YouTube-Kanal
können Sie die dann noch einmal nachschauen. Den Link dazu werden wir Ihnen dann aber später noch einmal einblenden. Heute allerdings geht es nun nach Sanssouci. Bin auch schon gerade im Chat vorab gefragt worden, ob wir denn das Rätsel lösen werden. Denn Sanssouci ohne Sorgen, kummerfrei, schreibt sich also nicht nur so, wie Sie es jetzt hier auf unserer ersten Folie der PowerPoint-Präsentation sehen. Am Schloss Sanssouci, dort oben am Architrav über den Gebälkfiguren in Karyatiden, dort können wir ja das Sans, Komma, Leerzeichen Souci lesen. Und darum ranken sich viele Geheimnisse, viele Rätsel und Fragen. Und dazu sind wir gerade schon gefragt worden. Wir wollen mal schauen, ob wir dieses Rätsel lösen. Aber es sind viele, viele Geheimnisse, denen wir dort auf der Spur sind. Und wir wollen natürlich auch sehen, wie viel dort heute tatsächlich jetzt aktuell los ist. Vorher allerdings noch an meine Regie zur Seite, an Charlotte, die Frage, wie viele Teilnehmer haben wir im Moment? Das ist ja auch spannend mal zu sehen. Wir sind 57 Teilnehmer. Wieder großartig. 57 Teilnehmer, alle ganz, ganz herzlich willkommen. Es kann natürlich sein, dass der ein oder andere noch dazu kommt. Wir haben beim letzten Mal, waren es 65? 65 Teilnehmer. Das war der Rekord bei unserer Sendung Peterhof. Vielleicht wird es heute sogar noch getoppt werden. Aber schön, wir freuen uns über jeden Einzelnen. Schön, dass Sie dabei sind. Nun wollen wir nochmal weiterschalten zur nächsten Folie von Sanssouci, diesem Foto, das ich über das Parterre zu ebener Erde, also Parterre, gemacht habe. Sie sehen mit den bunten Bepflanzungen historische Pflanzenauswahl des 18. Jahrhunderts, ein Plate Bande, würde der Barockkünstler dazu sagen. Schauen Sie hinüber auf das Schloss Sanssouci über die Weinbergterrassen. Und an dieser Stelle schon ein ganz herzliches Dankeschön an SPSG, die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten, die es uns erlauben, dass wir jetzt hier Bilder aus Ihrem Park zeigen dürfen, dass wir das Schloss zeigen dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das Ganze aufzeichnen dürfen und dass wir es nachher bei YouTube dann jedermann und das praktisch so lange Sie möchten, dann auch verfügbar machen können. Also ein ganz herzliches Dankeschön für die Drehgenehmigung und eben auch die Veröffentlichungsgenehmigung an die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten. Gleichzeitig aber auch ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, liebe Damen und Herren, denn wir sehen ja auch, es sind etliche auch heute wieder dabei, die früher auch schon zugeschaltet haben. Das freut uns ganz besonders. Offensichtlich machen wir etwas richtig. Wir machen Spaß, wir unterhalten Sie dabei. Und ich weiß auch, wenn ich lese 57 Teilnehmer, inzwischen sind wir bei 58, herzlich willkommen, dann sind das nicht 58 einzelne Personen. Zum Teil sitzen Sie in einer Gruppe, in einer Familie, jetzt am Computer, am Bildschirm und schauen sich diese Sendung an. Und für manche ist es auch was ganz Besonderes. Ein herzlicher Glückwunsch nach Herten an Jürgen Zimmerling, der heute seinen Geburtstag feiert und mit der ganzen Festgesellschaft jetzt hier am Computer sitzt und die mitnimmt auf eine Reise nach Sanssouci. Ja, lieber Jürgen, du hast wahrscheinlich ein Gläschen Sekt oder Bier in der Hand. Wir würden uns, wenn Ihnen unser Format gefreut, über eine Tasse Kaffee freuen. Das können Sie tun, liebe Damen und Herren, denn alles ist kostenfrei. Wir haben allerdings natürlich die Kosten für Hardware und Software zu tragen. Das können Sie über einen Button Kultur- und Gartenkanal, er ist gerade eingeblendet worden, mit dem Kaffeebecher tun. Wenn Sie diesen Button auf meiner Homepage finden, www.seig.com, und darauf klicken, dann kommen Sie weiter auf ein Format, das heißt Buy Me a Coffee. Und dann können Sie dort uns einen Kaffee für 3 Euro spendieren oder auch 2 oder 3 Kaffee oder mehr, wie Sie denn auch möchten. Und wir freuen uns natürlich, weil dann dieses Geld nicht unbedingt als flüssiger Kaffee, aber doch eben als eine Überweisung bei uns ankommt. Und wir sehen, dass Ihnen unser Format gefällt und Ihr auch Lob in dieser Form ist für uns dann sowohl Ansporn als eben auch eine Bestätigung. Ja, jetzt wollen wir aber wirklich zu dem aktuellen Geschehen kommen. Und dazu, liebe Damen und Herren, bitte ich die Charlotte einmal eine Schaltung vorzunehmen. Live schalten wir, und das ist neu, nicht in ein Wohnzimmer, sondern wir schalten direkt in einen Park. Wir schalten direkt in den Schlosspark von Sanssouci in Potsdam. Das bedeutet natürlich, dass die ganze Technik halten muss mit WLAN und der Netzabdeckung in Potsdam, muss das alles klappen mit der
Synchronisierung zwischen Bild und Ton sollte es einigermaßen klappen. Also Sie merken, das ist eine besondere Herausforderung. Aber ich sehe die Christa Hasselhorst, wunderbar. Da winkt sie schon. Also, die Kamera funktioniert. Du stehst dort im Park, Christa. Du siehst toll aus. Es blüht. Ich sehe das an deiner Jacke. Also, großartig. Wenn wir dich noch hören könnten, wäre das noch besser. Offensichtlich kannst du mich hören. Das freut mich sehr. Lieber Carsten, ich kann dich hören. Liebe Charlotte, ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, der Ton ist jetzt auch okay. Was wir hier machen, ist ja ein grandioses Debüt und Experiment, nämlich nicht im Wohnzimmer oder im Büro, sondern eine Live-Schalte. Und das ist möglich auch, weil ich einen wunderbaren Assistenten habe, der Peter, der nämlich die ganze Zeit mit seinem zweiten Handy die Filmgeschichten macht. Und ich begrüße alle Teilnehmer jetzt hier bei strahlendstem Sonnenschein in meiner Wahlheimat im preußischen Arkadien in Potsdam und in diesem wunderbaren Schlosspark Sanssouci. Und hinter mir steht der Schöpfer und Begründer dieser ganzen Geschichte, Friedrich der Große. Eine sehr schöne Skulptur, die wir hier haben. Und die ist am Eingang des Parks. Ich bin durch den berühmten kleinen Affengang gegangen. Der ist von der Linnéstraße aus, geht man durch diesen Affengang hier durch. Und dann kommt man auf eine Kastanienallee, die im Moment mit weißen Blüten bezaubert. Und dann ist hier so ein bisschen versteckt auf dieser schönen Rasenfläche diese traumhafte Skulptur von Friedrich dem Großen. Und die steht wiederum, und das wird der Peter uns jetzt zeigen, die steht nämlich vor einem sehr schönen Haus, das es gleich zweimal gibt. Ein ganz romantisches Haus. Das ist das ehemalige Wohnhaus von Peter Joseph Lené, der ja eine sehr große Rolle spielt in Potsdam, auch darüber hinaus, aber speziell auch für diesen Park. Und dieses romantische Gärtnerhaus ist bepflanzt mit Glycinien, mit Blauregen. Der ist jetzt schon vorbei, aber links sehen Sie jetzt alle noch ein Prachtexemplar von einem blühenden Judasbaum, der auch schon sehr alt ist. Es ist ein einziger Baum, der sich in 5 Stämme aufgegliedert hat. Und wir marschieren jetzt mal so ganz langsam in den Park hinein. Carsten, ich hoffe, das ist alles okay jetzt mit Ton und Bild. Ihr macht das super, die Technik funktioniert, das Licht ist ja großartig und gerade in diesem Abendsonnenschein euch dort zu erleben, Sanssouci zu sehen, ist zauberhaft, der Blick ist herrlich, also es gefällt mir außerordentlich gut. Du kennst dich ja gut damit aus, liebe Christa, als Journalistin, die du von Haus aus bist, bist du natürlich auch eine Reiseleiterin und dass du Buchautorin bist, darauf werden wir dann später ja noch zu sprechen kommen. Ja, mach mal weiter. Ja. Ja, also, und ich erzähle vielleicht mal dazu, ich bin vor genau 20 Jahren hier nach Potsdam gezogen und damals schicksalshafterweise um die Ecke in die berühmte Linnéstraße, die hinter uns ist. Und da hat das eigentlich auch alles angefangen. Ich bin jeden Tag mit meinem Hund durch diesen Park gegangen und wurde zur Parkomanin. Das ist ein Begriff, den Linnés großer Rivale geprägt hat. Und Fürst Pückler, der war ein Parkomane und ich bin jetzt auch eine kleine Parkomanin. Und wir gehen jetzt hier vorbei an diesem wunderschönen romantischen Gärtnerhaus. Da hat Peter Joseph Lené drin gelebt. Da wohnt übrigens im Eckbereich auch noch ein Ex-Ex-Ex-Gartendirektor, der berühmte Harry Günther, der ein Standardwerk über Peter Joseph Lené geschrieben hat. Und es ist dort auch tatsächlich, sitzt heute noch die Gartendirektion. Michael Rode, der jetzige Gartendirektor, sitzt hier. Und das Ganze ist erbaut worden von Georg Wenceslaus. Ja, der hieß wirklich Georg Wenceslaus von Knobelsdorf. Der hat aber, und das ist viel wichtiger, auch eben das Schloss Sanssouci gebaut. Und das alles zu Zeiten von Friedrich dem Großen. Und das Ganze funktioniert heute natürlich noch wunderbar. Du hast beste Kontakte. Linnéstraße höre ich ja auch schon. Mein Vater durch Flucht und Vertreibung aus Brandenburg kam dann auch erstmal nach Potsdam. Auch dort ist die Familie, meine Familie,
väterlicher, großelterlicher Weise dann in der Linnéstraße erst einmal untergebracht worden, bis dann Potsdam auch zerstört wurde. Schon erstaunlich zu sehen, was dort wieder aufgebaut wurde. Und ich freue mich natürlich auch einen Gruß an Michael Rode und an all die anderen dort, Harry Günther und wer dazugehört. Denn gleich nach der Wende bin ich im Arbeitskreis Orangerien in Deutschland aufgenommen worden, um dort die westfälisch-lippischen Orangerien zu vertreten. Und das ist eine Initiative, die natürlich ganz besonders von unseren Potsdamer Gärtnern, die wir gerade genannt haben, Rheinsberg hängt auch zusammen mit Friedrich dem Großen, dann installiert wurde. Nochmal eine Frage an dich, liebe Christa. Wir hören immer den Namen Peter Josef Linné. Das ist aber nicht zu verwechseln mit dem Botaniker Linné, oder wie ganz ist das? Genau. Nein, das ist es natürlich nicht. Linné, das war ja der Schwede, der die Pflanzensystematik gemacht hat. Das war auch ein bisschen früher. Linné ist, bitte, Peter Josef Linné ist aus einer Gärtnerdynastie aus Bonn. Und das war eine Hugenottenfamilie, die dann ins Rheinland geflüchtet ist. Also bitte nicht Karl von Linné mit Peter Josef Linné verwechseln. Haben aber beide was mit Natur und Pflanzen zu tun, aber andere Zeiten und andere Spezialgebiete. Jetzt zeigt ihr uns ja eine ganz spektakuläre Ansicht. Genau, das ist die berühmte Ansicht, das ist der Wow-Faktor. Und ich muss noch mal sagen, ich habe gestern übrigens hier eine kleine Generalprobe gemacht, bin hier durchgegangen. Da war es 10 Grad kälter und ganz scheußliches Wetter. Also wir haben wirklich wunderbares Glück heute mit allem, mit dem Wetter, der Temperatur. Und es ist jetzt um diese Zeit auch schon ein bisschen leerer geworden im Park. Aber was man generell merkt, das ist einfach so, dieser Park entschleunigt die Leute wirklich. Und egal, wem man begegnet, alt, jung, Familien mit Kindern, die haben alle so einen ganz zufriedenen Gesichtsausdruck, wenn die hier durchlaufen. Und das kann ich gut verstehen, weil das ist wirklich ja ein Gesamtkunstwerk, eine wunderbare Komposition aus Natur und von Menschenhand gestalteter Schönheit und Architektur. Ja, und wir bewegen uns jetzt zu auf dieses grandiose Weinbergschloss. Christa, darf ich gerade noch mal nachhaken, wenn du sagst, es entschleunigt so sehr und wir sehen diese großen, weiten Promenaden, wir sehen, dass dort wenig Menschen jetzt unterwegs sind. Offensichtlich, der Park ist zu betreten, er darf jetzt besucht werden. Wir haben ja unser Format, den Kultur- und Gartenkanal, nur während der Corona-Zeit, so ist es bisher auf jeden Fall geplant. War der Park denn jetzt auch die letzten Wochen besuchbar? Konnte man dort unterwegs sein? Muss man dort Abstände einhalten? Lagern die Leute schon auf den Rasenflächen? Gibt es Fußballspieler? Wie müssen wir uns Potsdam jetzt in dieser Zeit vorstellen? Also der Park war immer geöffnet, im Gegensatz zu den Schlössern, die jetzt aber auch fast alle wieder geöffnet sind. Der Park war auch in den ganz harten Corona-Auflagenzeiten immer geöffnet. Und ja, er war vor 2 Stunden ein bisschen voller. Fußballspielen ist hier offiziell überhaupt gar nicht erlaubt, denn wir bewegen uns ja immerhin in einem UNESCO-Weltkulturerbe. Nämlich seit 30 Jahren hat der Park diesen Titel, wie auch noch Babelsberg, Glienicke, die Pfaueninsel und. Aber dieser 290 Hektar große Park, das ist eben ein lebendiges Kunstwerk. Das ist nicht wie der englische Garten, sondern das ist wirklich ein lebendes Kunstwerk, was gepflegt und gehegt wird mit einer Heerschar von Gärtnern. Und ja, die Leute lagern ab und zu auch auf dem Rasen, obwohl das offiziell auch nicht erlaubt ist. Es gibt eine speziell ausgewiesene Liegewiese, aber da halten sich nicht alle dran. Aber trotzdem, also ich habe heute übrigens noch keinen einzigen Parkwächter gesehen, die gibt's ja auch. Und wenn die da sind, dann machen die das sehr moderat und sehr nett und sehr höflich. Und ja, ein paar Leute lagern auf der Wiese, aber das ist auch alles ziemlich zivil, Gott sei Dank noch. Ich habe auch oft das Gefühl, dass die Leute durch die Schönheit dieser Anlage gar nicht dazu verleitet werden, hier viel, ich sag mal salopp, Blödsinn zu machen oder ihren Müll hier liegen zu lassen, sondern sich ein bisschen am Riemen reißen und auch wenn sie es nur, sagen wir mal, subkutan mitkriegen, dass sie einfach merken, sie sind hier in etwas ganz Besonderem, Kostbarem. Ja, und das sehen wir ja jetzt auch schon, der Blick auf die Weinbergterrasse.
Darüber thront das herrliche Schloss, das ja eigentlich gar kein Schloss ist, ein Stockwerk nur. Die Architekturkritiker sagen immer, ein Palast muss anders aussehen, drei Stockwerke haben. Es ist eben doch mehr ein Sommerschloss, eine Maison de Plaisance. Ich sehe, der Peter schwenkt mit der Kamera, zeigt uns herrliche Blicke. Schalten wir doch wieder zurück. Erzähl uns einfach, wo wir sind, und wir genießen diese herrlichen Bilder. Das sind ja alles Postkartenmotive. Absolut, Bilderbuch. Und ich wollte nämlich, ich habe vor lauter Erzählen einen Baum vorhin schon passiert und habe es vergessen zu erwähnen. Den können wir aber vielleicht noch mal kurz zeigen. Da hinten sieht so was sehr struppig aus. Das ist ein ganz alter Trompetenbaum, eine Catalpa, die es schon seit ungefähr 1780 in Deutschland gibt und auch seit 1789 hier im Parc Sanssouci. Und das ist eines der ältesten Exemplare. Und Sie sehen vielleicht, das sieht total bizarr aus, wie ein Kunstwerk, was viele Bäume ja auch meiner Ansicht nach sind. Und der hat kein Laub noch nicht. Ich hoffe, er ist nicht krank. Vielleicht treibt er auch noch aus. Aber der lagert sich da sehr breit auf der Wiese aus. Und dann wird der Peter jetzt mal rüberschwenken nach links. Ja, ich bin ja froh, Peter, dass du nicht in den Teich da, in den Kanal hineinfällst. Ich hatte schon jetzt Angst, dass wir plötzlich hier einen Actionfilm draus machen. Ach nee, das wollen wir doch lieber ein bisschen beschaulich lassen. Bitte keine Action. Da ist nämlich ein Prachtexemplar einer Blutbuche. Das war ein Baum, also Catalpa, Trompetenbaum. Aber diese Blutbuche, das war auch eine Baumart, die Lené auch sehr gerne benutzt hat. Und wir sehen das ja, der setzt die dann da auf diese Inselspitze als farblichen Akzent. Und es könnte gut sein, dass die schon von ihm gepflanzt worden ist, weil die sieht sehr prachtvoll aus. Und dann gehen wir rüber auf die andere Seite des Wassers. Da steht eine Sumpfzypresse, Taxodium, die aus Amerika kommt. Und wie der Name sagt, steht die sehr gerne auch an Flussufern oder teilweise sogar im Wasser. Die Sumpfzypresse ist ein Nadelgehölz und treibt mit diesem ganz sensationellen, schönen, frischen Grün aus und hat, das kann man so ein bisschen sehen, da unten am Rasen sind so kleine Haufen. Das sind keine Maulwurfshaufen, sondern das sind die berühmten Kniewurzeln, wo man aber immer noch nicht weiß, ob sich der Baum dadurch Luft holt oder warum die eigentlich genau da sind. Aber sehr markant, typisch für diese Sumpfzypressen. Wunderbar. So, und jetzt schwenken wir einmal rüber. Nehmen ruhig gerne wieder das Querformat im Bild für uns. Dankeschön. Ja, wunderbar. So, und jetzt ist zwar die Sonne ein bisschen Gegenlicht, aber weil wir das leider nicht schaffen, in dieser kurzen Zeit dahin zu laufen, ich hoffe, das geht mit dem Zoom und Sie können das alle erkennen, weil über dieser wunderbaren ökologischen Wildblumenwiese sehen wir im Hintergrund den goldenen Mandarin auf dem chinesischen Teehaus. Ja, wir der ahnen müsste es. In der Sonne funkeln. Wir ahnen es. Okay, gut. Schaffen wir leider nicht hinzugehen. Aber liebe Christa, ich glaube, man sieht ganz deutlich das, was bei jeder meiner Reisen auch gesagt werden muss. Sichtachsen sind Sinnachsen. Und damit zeigt sich ja, mit einem Sprung haben wir von diesem friderizianischen Rokoko dort eine Reise nach China gemacht. Allein der Blick zeigt es. Und das ist natürlich durchaus ein absolutistisches Selbstverständnis, das Friedrich der Große damit an den Tag legt. Du sagst es, du nimmst es mir aus dem Mund sozusagen. Und dieses chinesische Teehaus, das war natürlich auch deswegen ein Must sozusagen, weil Exotismus und China, Chinoiserien, das war zu der Zeit ganz große Mode. Und wer immer demnächst hoffentlich dann nach Potsdam kommt und in den Park kommt, das Innere ist auch zu besichtigen. Pardon. Es gibt eine exquisite Porzellansammlung zu bewundern und Malereien innen, ganz entzückend, auch exotisch, mit kleinen Äffchen, die oben im Dach da neckisch herumspringen. Also das sollte man unbedingt auch
von innen besichtigen. So, und wir sehen ja auch ein paar der 1000 Skulpturen, die im Park aufgestellt sind. Ja. 1000 Skulpturen ist schon gewaltig, aber 300 Hektar großer Park mal 10.000, dann haben wir es in Quadratmeter, ist ja wirklich eine Landschaft, die dort gestaltet wurde. Die Weinbergterrasse finde ich natürlich auch spannend. Den Wein konnten wir ja jetzt erahnen. Bei mir hier im Gewächshaus hat der Wein schon gut angesetzt. Ich weiß nicht, wie es in Potsdam ist, aber wir werden unseren Wein hier in Münster auch nicht keltern. Wie ist das in Süddeutschland? Da sieht es natürlich anders aus im Rheingebiet. Aber ich habe mal gehört, dass der Potsdamer Wein tatsächlich auch in Flaschen abgefüllt ist, ein sogenannter Drei-Männer-Wein wäre. Damit einer diesen Wein überhaupt über den Gaumen bringt, müssen zwei andere ihn festhalten. Deshalb der Drei-Männer-Wein. Also er ist wohl doch ganz schön herb. Das ist jetzt aber ziemlich gemein und ich musste. So schlecht ist der Wein nicht. Und es sind ja auch durch Bürgerengagement sind ja auch Weinberge in Potsdam hier wieder rekultiviert worden. Und also so schlecht schmeckt er nicht. Ich habe ihn auch schon probiert. Okay. Aber warum wir jetzt die Kamera halten auf diese Büste, dieser Herr, das ist ein ganz besonderer Herr. Das habe ich jetzt auch noch im Nachhinein nochmal wieder nachlesen müssen. Das ist nämlich der Herzog von Bracciano. Okay. Und das ist ein Italiener, wie der Name sagt. Und das war ein großes Vorbild für Friedrich den Großen. Der lebte im 17. Jahrhundert. Das ist die Kopie einer Büste, die Bernini gemacht hat. Und dieser Herzog von Bracciano war nämlich ein ganz großer Kunstsammler und Mäzen. Und von daher fühlte Friedrich der Große ihm sich so etwas wie seelenverwandt. Und deswegen steht diese Büste hier und versperrt uns die Sicht auf die Mittelachse. Die schauen wir uns jetzt aber an, die Mittelachse. Die ist übrigens, das sehen Sie vielleicht jetzt auch schon, die ist gesperrt, aber nicht wegen Corona, sondern wie das so ist in diesem riesengroßen Park mit seinen vielen alten, herrlichen Schlössern. Irgendwo ist immer was kaputt und deswegen die Mittelachse, da müssen die einzelnen Plateaus, die dazwischen sind, die müssen restauriert werden, deswegen ist die gesperrt. Und wir gehen jetzt nicht links oder rechts die Schrägen hoch. Das könnte man machen. Das ersparen wir uns jetzt, weil die Zeit haben wir leider auch nicht. Aber wir schwenken den Blick jetzt mal so ein bisschen nach rechts oben. Das Schloss ist ja auch symmetrisch angelegt worden. Und das ist ja die Gartenseite, also die Hauptfront ist auf der anderen Seite, die Eingangsseite. Und Sie sehen links und rechts diese herrlichen, luftigen Pavillons, auch wieder mit vergoldeten Dekorationen. Und rechts ist dann das berühmte Grab von Friedrich dem Großen, wo er ja erst viele, viele Jahre nach seinem Tod dann wieder bestattet worden ist, was er sich schon zu Lebzeiten hat ausgraben lassen und sich immer gewünscht hat. Und er ist dann vor ungefähr 25 Jahren, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ist er dann wieder dorthin bestattet worden. Und das ist eben auch das Wunderbare oder das Skurrile, das Exzentrische. Er hatte ja ein sehr differenziertes Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Und er liebte seine Hunde, seine Windspiele. Und dort sind eben neben seiner Grabplatte sind ungefähr 8 oder 9 Grabplatten für die Hunde. Und auf seinem Grab, wann immer sie dorthin gehen, liegen mindestens 3, na was schon, Kartoffeln natürlich, weil Friedrich der Große, um seine Soldaten zu ernähren, die Kartoffeln nach Brandenburg gebracht hat, nach Preußen. Herrlich, statt der Rosen die Kartoffeln, das passt natürlich wirklich dahin. Und der Peter zeigt uns mit seiner Kamera, dass dieser kreisrunde Teich dort tatsächlich ein Spiegelteich ist. Jetzt die Fontäne ist ausgeschaltet. Ja, da bin ich ganz traurig. Ich finde es großartig. So ja gut, aber man sieht eben doch wunderbar, wie jetzt die Spiegelung der Weinbergterrasse funktioniert. Die Ente, die dort entlang zieht. Das ist also wirklich eine Verdoppelung dieser traumhaften Landschaft. Ich genieße den Blick. Wunderbar. Gut, ich düse jetzt schon mal schnell, ganz schnell ein bisschen weiter zu diesen barocken oder Rokoko-Parterre-Anlagen. Peter Joseph Linné, als der 1816 hier angefangen hat, erstmal als einfacher Gärtner, der wollte das ja alles hier eliminieren und wollte seinen englischen Landschaftspark schon hier anlegen lassen. Das hat aber sein damaliger Dienstherr König Friedrich Wilhelm III.
Gott sei Dank nicht erlaubt. Und ich denke, das ist auch gut so, dass wir das hier heute so noch bewundern können. Weil ich würde ganz gerne mal zu diesem Blumenbeet gehen. Das ist im Moment noch ein bisschen mickrig. Carsten, du hast ja vorhin schon ein Bild gezeigt von dem wundervoll blühenden Rabatten, die hier sind. Aber als ich gestern hier war, war hier noch nackte Erde. Und heute Morgen um 7 haben die Gärtner angefangen, diese Bordüren, diese Plant, wie heißt es? Du hast es vorhin so schön gesagt. Plantebons, ja, wunderbar, anzulegen. Also das hier ist schon fertig. Und man muss dazu sagen, also was die Gärtner hier leisten, ist sensationell. Denn es gibt eine Frühlingsbepflanzung mit Narzissen und allen möglichen Zwiebelblühern. Und dann wird das alles rausgerupft, die Zehntausende, und dann kommt diese Sommerbepflanzung rein. Wir sehen hier ein Blumenrohr, es gibt auch kleine Tomaten dazwischen, es gibt die Kleome, die Spinnenblume. Was noch kommen wird, ist Goldlack, Tagetes, Ringelblume. Es sind alles, fast alles einjährige Pflanzen. Und dieses Jahr auch wieder mit dabei, hat mir gestern der Gärtner erzählt. Also wenn Sie in 3 Monaten hier sind, dann müssen Sie hier hin und gucken, dass sie die Tuberose finden. Das ist eine Pflanze, die ist um 1600 aus Mexiko gekommen. Die liebte Ludwig der 14. sehr. Und das ist eine exotische Pflanze, die vor allem abends einen narkotischen, unglaublich verführerischen Duft verströmt. Sie hat eine weiße Blüte, fast ein bisschen wie, ja, wie eine Gladiole, und verströmt diesen zauberhaften Duft. Und die ist meistens auch mit in diesen Beeten. Also schauen Sie nach, dass Sie die Tuberose entdecken, oder gehen Sie dann abends, am frühen Abend, so um diese Zeit, der Nase nach, dann müssten Sie sie eigentlich zwangsläufig entdecken. Sehr schön. Ja, liebe Christa, wir stellen uns jetzt vor, wie es alles bunt ist. Und wir haben ja gesehen, das ist also auch tatsächlich die historische Bepflanzung, die man dort anstrebt. Dort ist Clemens Alexander Wimmer zum Beispiel, den ich auch herzlich grüße, der sich ja um die Einführung der Pflanzen in Europa verdient gemacht hat, das Ganze nochmal genau untersucht hat, wann ist welche Pflanze aus der Welt genau dann zum Beispiel nach Sanssouci gekommen, damit wir auch den genauen Zeitschnitt haben, als eben unter Friedrich dem Großen ab 1743 das Ganze angelegt wurde und dann natürlich, wir haben gerade gehört, im 19. Jahrhundert durch Peter Joseph Lené weiter fortgeführt wurde. Wie passt das Ganze in die verschiedenen Parkteile hinein? Den Rokoko-Parkteil, also Spätbarock, den landschaftlichen Parkteil des 19. Jahrhunderts. Und dann gibt es natürlich auch andere Szenerien, die dann wieder anders historisch zu beurteilen sind, dass dementsprechend die zeitlich passenden Pflanzen auch ausgewählt werden. Du bist auf dem Weg zu einer Bank, liebe Christa, Richtig. Denn du bist ja nun nicht nur eine wunderbare Reiseleiterin. Wir kennen uns schon von vielen Touren gemeinsam. Du machst gerne natürlich, zeigst gerne deine Heimat, Mecklenburg-Vorpommern. Du zeigst Gärten in Brandenburg. Du zeigst, also jetzt um damit Nordostdeutschland genannt zu haben, aber bist leidenschaftliche Reisende auch in Großbritannien und in Frankreich zum Beispiel, das war ja eigentlich die erste Reise, die wir mal gemeinsam gemacht haben, vor vielen Jahren, Loire. Aber hinter mir wunderbar. Steht ja auch das Modell der Europa. Europa, das wunderbare Schiff von Hapag-Lloyd. Und da bist du ja inzwischen auch Reiseleiterin mit dabei. Wir haben das letzte Format, 2 Gartenfachleute zusammen auf der Europa dann Großbritannien zeigen dürfen. Also auch das sei mal gesagt, damit Sie, liebe Damen und Herren, an den Computern zu Hause auch sehen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Aber ich sagte ja, sie ist nicht nur eine hervorragende Reiseleiterin, sondern sie ist auch Buchautorin. Und dafür zeige ich Ihnen einfach mal schon, da habe ich Gott sei Dank auch so einiges bei mir im Schrank stehen. Da und lese es gerne. Ja, wir haben das spiegelverkehrt durch die Technik. Das ist das Buch Eden auf Erden, die Liebe zwischen Mensch und Garten, geschrieben von Christa Hasselhorst, oder das schöne Buch Peter Joseph Lené vom Erschaffen der Landschaft. Was für ein toller Titel schon mal, Erschaffen der Landschaft. Das sind nicht nur unglaublich spannende Bücher mit hervorragenden Texten, sondern auch einfach sehr schön gemachte Bilder, wunderbare Fotos. Also das sind einfach Geschenke, die man mal jemand anderem oder sich auch selbst gönnen könnte. Und du, liebe Christa, liest uns jetzt etwas aus deinen Büchern vor. Ich bin gespannt.
Ja, ich mache ein ganz kurzes Kapitel und zwar aus dem Buch Parc Sans Souci. Und das Schöne an dem Buch ist, es hat traumhafte Fotos von einem sehr guten Potsdamer Fotografen, Hans Bach. Der ist nämlich immer morgens um 4 schon hier rumgekrabbelt und hat die wunderbaren Fotos gemacht. Und es hat vor allem auch, jedes Kapitel ist auch ins Englische übersetzt, wäre also auch ein schönes Geschenk für Freunde aus dem Ausland. Und ich lese jetzt wirklich ein kleines, kurzes Kapitel oder eine Zusammenfassung aus 2 Kapiteln, aber das geht wirklich relativ schnell und ich hoffe, es ist aber trotzdem ergötzend, ergötzlich, oder? Ja, ergötzend, Carsten, du weißt das. Das heißt, vom Wüstenberg zum Welterbe-Paradies. 2 königliche Bauherren, 2 Epochen, 2 völlig unterschiedliche Gartenstile. Was sich als Reihung von Gegensätzen ausnehmen könnte, verschmilzt im Parc Sans Souci zu einer Einheit von erlesener Eleganz und Schönheit, auch dank Architekten und Hofgärtnern. Denn was die beiden Regenten eint, nämlich Friedrich II., also Friedrich der Große, und später dann Friedrich Wilhelm IV., das sind Liebe zur Schönheit, Passion für Architektur, Sehnsucht nach südlichen Gefilden und Leidenschaft für die Kunst der Antike. Frankreichs Esprit ist für Friedrich Vorbild, Italiens Kultur dagegen für Friedrich Wilhelm. Und dieser greift dann auch gleichzeitig die Mode des englischen Landschaftsgartens auf. So entsteht im Laufe von gut 150 Jahren ein Park, der diverse Gartenmoden, Metamorphosen und Überformungen durchlebt hat und der zu dem originären Kunstwerk gewachsen ist, das heute Besucher aus aller Welt bewundern und das 1990 zur UNESCO-Welterbestätte geadelt wird. Das Landleben sagt mir 1000-mal mehr zu als das Stadtleben. Dies ist nicht etwa das Bekenntnis eines gestressten Managers aus dem 21. Jahrhundert. Dies gesteht Friedrich der Große brieflich seiner Lieblingsschwester Wilhelmine in Bayreuth, die seine Leidenschaft teilt. Sie erschuf sich am Rande der fränkischen Residenzstadt ihr exquisites Arkadien. Und dem jüngeren Bruder Heinrich in Rheinsberg schreibt er, das Landleben sei ihm natürlicher, behaglicher, ehrlicher und ungezwungener. Die Schlösser seiner Familie in Berlin und Potsdam sind ihm zu groß und erdrückend. Auf der Hügelkuppe des Wüstenberges an der Peripherie Potsdams hält der seit 3 Jahren amtierende Preußenkönig an einem warmen Augusttag im Jahr 1743 ein Picknick. Und er ist entzückt vom Panoramablick über die Havellandschaft. Aus der anfänglichen Idee eines Weinbergs entwickelt Friedrich sein auf einem terrassierten Weinberg thronendes Lustschloss. Und das sich zu Füßen des Weinbergschlosses, der sich zu Füßen des Weinbergschlosses ausbreitende Park ist dann noch ganz im Geist des französischen Barockgartens entworfen, wie ihn André Lenôtre im 17. Jahrhundert in Versailles mit höchster Raffinesse vollendete. Und jetzt machen wir den Sprung nach Versailles und wir machen den Sprung zum Wasser. Und ich bin deswegen so traurig, dass diese tolle Fontäne hier jetzt nicht mehr sprudelt. Aber Wasser war ein wichtiges Gestaltungsmittel in den Parks früherer Jahrhunderte, seit den Renaissancegärten Italiens. Und zum Höhepunkt im Barock wurde der Park von Versailles mit seinen verspielten Brunnen, Grotten und Kaskaden praktisch das Role Model, das große Vorbild. Und es gab sogar einen eigenen Berufsstand, der die Technik dafür austüftelte, nämlich den des Fontainiers. Auch für Friedrich den Großen waren Wasserspiele Amüsement und Statussymbol zugleich. Und das nach seinen Wünschen entworfene Herzstück im Parc Sans Souci ist eben jene große Fontäne unterhalb des Weinbergschlosses. Der Ästhet und Philosoph auf dem Preußenthron hat insgesamt 62 Springbrunnen, Fontänen und Becken anlegen lassen. Gespeist werden sollten sie von einem gigantischen Reservoir auf dem Ruinenberg. Von der Nordseite des Schlosses Sanssouci geht eine Blickachse zu dieser rund 600 Meter entfernten Anhöhe. Dort bilden die Säulen einer künstlichen Ruine und Reste eines
künstlichen Amphitheaters den imposanten Blickpunkt dieses Hügels. Und mit dieser Staffage ließ der König das Wasserbassin 1748 schmücken. Doch die Pumpen waren nicht kräftig genug, um die 42 Meter tiefer liegenden Brunnen des Gartens zu füllen. Nur ein einziges Mal durfte sich Friedrich am kleinen Strahl einer Fontäne ergötzen. Ansonsten blieben alle technischen und finanziellen Aufwendungen ohne Erfolg. Als die Probe für die große Fontäne im Frühling 1754 misslang, soll er geknurrt haben: Es ist was Infames. Erst 100 Jahre später, ab 1842, wurde seine Vision dauerhafte Wirklichkeit. Der Preußenkönig hat sie leider nicht mehr erlebt. So, das war es erstmal zum Thema Wasser. Und jetzt marschieren wir mal ziemlich fix weiter zum sehr versteckten Paradies, was hoffentlich viele von Ihnen noch nicht kennen in dieser großen Anlage. Gut, während Carsten, wir... Du weißt Bescheid. Herzlichen Dank schon einmal für diese schöne Lesung. Und wir haben bemerkt, dass wir jetzt den Park doch so erleben dürfen, wie Friedrich der Große ihn sich erträumt hat, aber nie wirklich erlebt hat. Sie, liebe Damen und Herren, an den PCs und an den iPhones, an den Smartphones, können immer noch der Kamera folgen. Christa, hören wir auch zwischendurch einmal, aber wir schalten vor allem dann wieder zu ihr hinüber, wenn sie in dem reizenden, kleinen, bereits angekündigten Garten angekommen ist, dem Marly-Garten. Und das Wort Marly haben wir ja in der letzten Zeit häufiger gehört, vom französischen Garten Marly-le-Roi haben Sie gehört. Marly haben wir aber auch in Peterhof getroffen und einen Marly-Garten gibt es hier auch in Sanssouci. Liebe Damen und Herren, ich möchte Sie gerne zum Mitmachen auffordern und das haben Sie auch schon. Sie haben bei uns auch in den Chat hineingeschrieben, eine tolle Videokonferenz aus Potsdam, lesen wir, ein schönes Format, es macht Ihnen Spaß zuzuschauen. Das freut mich, also ein Lob nehmen wir immer herzlich gerne entgegen und es sei schon mal auch weiter gesagt, auch wenn Sie das im Chat mitlesen konnten, aber die Christa hat das noch nicht gehört und das ist natürlich jetzt auch schon unterwegs, jetzt während Ihres Spaziergangs ein Hinweis, eine Ermutigung. Das ist toll, das macht uns Spaß. Liebe Damen und Herren, von Ihnen möchten wir aber auch gerne wissen, waren Sie womöglich schon mal in Sanssouci? Kennen Sie das schon? Dann zeigen Sie uns das doch mal an. Wenn Sie bei sich unten in diese Leiste hineinklicken, da gibt es einen Button, der heißt Reaktionen. Wenn Sie auf Reaktionen gehen, dann haben Sie die Möglichkeit, dort ein Icon zu drücken, das den Daumen hoch dann andeutet. Wenn Sie auf einem, sind schon ein paar, haben es direkt, ja, Sie wissen ja schon alle, wie das geht. Ich sehe, überall gehen die Daumen hoch. Super. Wer ein Smartphone hat, ein iPhone hat, da steht das nicht als Reaktion. Da kommen Sie auf drei Pünktchen, da steht mehr. Und wenn Sie auf mehr draufklicken, dann haben Sie auch die Möglichkeit, Daumen hoch oder ein gefällt mir Zeichen, was auch immer zu machen. Ja, dann zeigen Sie uns doch nochmal an. Daumen hoch für diejenigen, die schon mal ein Winken sehe ich auch, oder ein Winken, wenn Sie schon mal in Sanssouci waren, dann haben wir das mal im Überblick. Und übrigens ein ganz herzliches Dankeschön, wir haben die, viele waren schon mal da. Ich sag mal, zwei Drittel kennen das schon. Und das macht ja auch Spaß, mal etwas zu sehen, wo man schon da war. Klasse. Wieder mal was Neues, auch für uns, das in dieser Form auszuprobieren. Und ein herzliches Dankeschön jetzt schon an Sie. Allein quantitativ, wir haben die Sendungen der letzten drei Veröffentlichungen bereits, also die Zahlen der Zuschauer, getoppt. Wir sind jetzt inzwischen bei 67 Zuschauern, also mehr als beim letzten Mal. Ich möchte die Gelegenheit aber nutzen, auch Sie auf weitere Formate hinzuweisen. Jetzt während der Corona-Zeiten lese ich ja aus meinen Reisetagebüchern und da lese ich ja im Moment noch aus dem Buch Die amerikanischen Impressionen. Das ist ein Buch, das bis mit einzelnen Kapiteln, 6 bis 9 Minuten, sind wir dann dabei, noch in diesem Mai gelesen wird. Und dann wird es demnächst weitergehen. Das nächste Buch, aus dem ich dann vorlesen werde, das ist dann
das dritte Buch insgesamt, das ich hier geschrieben habe. Das heißt zwischen, da muss ich selber gucken, zwischen Asien und Australien. Und ja, seien Sie gespannt. Dieses Format ist ebenfalls kostenlos. Wählen Sie einfach die Telefonnummer, die auch im Chat hier gleich nochmal von der Charlotte eingeblendet wird. Wir laden das Ganze aber auch als Phonecast hoch, sodass Sie über meine Homepage am Computer sich das Ganze auch immer wieder anhören können. Auch das natürlich kostenlos. Aber es sei gesagt, wir freuen uns natürlich über den Kaffee bei Buy Me a Coffee, über den Button oder Sie gehen direkt über diesen Link, der ebenfalls eingeblendet wird, buymeacoffee.com/Carsten Seik. Muss man sich nicht merken. Man kann einfach über den blauen, über den grünen Button auf meiner Homepage dorthin kommen und dementsprechend sich auch mit einer kleinen Überweisung für dieses Format bedanken. Gleichzeitig sei aber auch gesagt, wir haben während der Corona-Zeit einen doppelten Boden geschaffen, denn wer weiß, ob wir wirklich noch in diesem Jahr ins Ausland reisen dürfen. Ich habe dafür 6 neue Reisen aufgelegt. Diese Reisen sind alle innerhalb Deutschlands. Diese Reisen finden Sie ebenfalls auf meiner Webseite. Wir haben sie 2020 Zusatzreisen genannt. Dabei geht es unter anderem ins Allgäu, es geht ins Tölzerland, in den Pfaffenwinkel dort. Es geht dann aber auch ins alte Land zur Apfelernte. Wir haben eine Reise dabei, die nach Mecklenburg-Vorpommern führt. Und diese Reise wird von der Christa Hasselhorst dann geleitet werden. Es gibt eine Reise, die dann durch die neuen Bundesländer führt, von Wörlitz aus über Branitz nach Bad Muskau. Über Pillnitz geht es dann über die Eger in Erfurt wieder zurück nach Westfalen. Ja, und dann haben wir noch mehr geplant. Die 6. Reise führt dann auf der romantischen Straße mit einem Hotel in Bad Mergentheim. Zwischen Würzburg sind wir dann unterwegs bis nach Rothenburg ob der Tauber und werden dort nicht nur wunderschöne Fachwerkstädte kennenlernen, sondern auch die Gärten. Sie fragen im Chat, wie sieht's denn aus mit Potsdam? Liebe Damen und Herren, immer wieder werden wir Potsdam auch im Programm haben. Wir haben aber nur ein kleines Angebot, nicht einen riesigen, dicken Katalog, wo womöglich dann nichts stattfindet, sondern wir wollen wenige ausgewählte Reisen haben, immer wieder wechselnde Reisen und dementsprechend für 2020 und 2021 ist Potsdam nicht geplant, aber wir werden sicherlich auch Potsdam und Sanssouci bald wieder im Programm haben. Es soll Ihnen Lust machen und letztendlich dürfen wir ja auch sagen, so weit ist es nicht. Vielleicht wollen Sie ja auch für die nächsten Tage und Wochen ein Ausflugsziel haben, wo Sie mit dem eigenen PKW hinfahren. Dann kann man das natürlich hier nach Sanssouci unternehmen. So, und ich sehe, liebe Christa und lieber Peter, ihr seid inzwischen dort in einem Garten angekommen, der ganz anders aussieht als das Formale, das wir gerade erlebt haben. Und da lese ich Marligarten. Und ich übergebe wieder das Mikrofon. Wunderbar, vielen Dank, lieber Carsten. Und damit wir mal so ein bisschen sehen, wo wir sind, auch wenn die meisten schon hier waren. Wir haben hier einen Plan vom kompletten Sanssouci. Da ist das Weinbergschloss. Hier ist diese lange Magistrale, die wir vorhin vergessen haben zu erwähnen, diese fast 3 Kilometer lange schnurgerade Achse, die vom Obelisken auf der einen Seite der Stadtseite schnurgerade durch den Park führt bis zum neuen Palais, was ein reines Repräsentationsschloss war, ein riesengroßes Schloss. Aber Friedrich der Große hat sich eben vor allem in Sanssouci aufgehalten, nicht nur, weil das dort so heißt, sondern das war ein intimes, kleines, elegantes Schloss. Das neue Palais ist reine Repräsentation gewesen, ein Prestigegebäude. So, neues Palais, Weinbergschloss. Und hier gehen wir jetzt in den Marligarten. Und der Peter zeigt uns jetzt auch diese wunderbare Kirche, die diesen Garten auch prägt. Und du hast es vorhin schon erwähnt, Carsten, Marligarten. Der Vater von Friedrich dem Großen hatte hier einen Küchengarten. Und er hat ihn eben ironischerweise Marly genannt, nach dem Luftschloss, was in der Nähe von Versailles ist. Und der Name wurde dann aber beibehalten, als unter Friedrich Wilhelm IV. Dann der Küchengarten eliminiert wurde. Und Peter Joseph Lenné hat um 1847 angefangen, diesen Garten in einen hinreißenden, wundervollen, intimen Park zu verwandeln.
Und viele Experten halten Glienicke und diesen Marligarten für die besten Werke von Linné. Da kann man sich jetzt trefflich drüber streiten. Aber dominierend ist diese Kirche, die Friedenskirche. Denn unter Friedrich dem Großen gab es keine Kirche hier im Park. Und Friedrich Wilhelm IV., der war da etwas religiöser und ihm war das wichtig, eine Kirche hier zu haben. Und wir haben schon gesagt, auch er war italiensüchtig, sehnsüchtig. Und diese Kirche ist ein architektonischer Mix aus verschiedenen Stilen und auch Kopien. Also vieles hier ist ja Kopie aus Italien, aber eben sehr gelungen. Und deswegen meint man ja auch manchmal, man ist in Italien, wenn man durch Potsdam spaziert. Und das Typische ist eben dieser Campanile. Daran gearbeitet haben auch an nicht nur verschiedene Stile, sondern auch verschiedene Architekten, unter anderem Ludwig Persius, Herr Hesse und Herr Stühler. Und ich finde, der Mix ist sehr gelungen. Es ist ein sehr beeindruckendes Gebäude. Und besonders schön ist eben die Modulierung in diesem Park, der nicht sehr groß ist. Er ist eingefasst von Mauern, die aber fast verschwinden hinter diesen Gebüschen. Und das Tolle ist bei Linné ja, das ist eigentlich ja, wir sind in Brandenburg, alles Pfannkuchen platt. Und dann macht Linné einen Trick. Er legt kleine Erdhügel an, manchmal nur einen knappen Meter hoch. Und damit modelliert er das Gelände, dass es eine Spannung bekommt, dass es nicht mehr so flach und langweilig ist. Und dann natürlich auch das typische Handwerkszeug für einen englischen Landschaftsgarten, die sogenannten Clumps, also diese Bäume, 2, 3 oder 4, die sich zusammentun. Man kann das gesamte Gelände also nie auf einen Blick erschauen. Das erzeugt Spannung. Und die Wege sind natürlich auch alle gewunden, geschlängelt. Wege sind die stummen Führer. Das hat wiederum der berühmte Rivale Herr Pückler gesagt. Aber damit hat er natürlich recht. Und im englischen Landschaftspark und besonders hier führen die Wege eben immer zu einer Überraschung. Also man geht um eine Ecke und dann gibt es eine Weggabelung und dann entweder ist es vorher ganz dicht und dunkel gewesen und dann auf einmal kommt eine Lichtung und es wird weit und breit und hell. Und jetzt kommen wir aber zu einem Kleinod, da darf man nicht dran vorbeigehen. Jetzt sehen wir nämlich die weiß-blaue Säule. So, die Bayern sagen nämlich doch weiß-blau, habe ich gerade noch mal gelernt. Und das ist eine Glassäule, die wurde 1849 hier aufgestellt. Und zwar als Hommage an die Königin Elisabeth. Das war die Gattin von Friedrich Wilhelm IV., die kam aus Bayern. Und das Tolle ist, wenn Sie am Starnberger See sind und fahren auf die Roseninsel, dann gibt es dort die Kopie dieser Säule, beziehungsweise es gibt sie zweimal, weil wir dann eben auch im Heimatland dieser bayerischen Königin Elisabeth sind. Und es ist eine sehr schöne Arbeit, finde ich. Und ja, über die gelben Violas da unten drunter kann man sich streiten. Ob die jetzt historisch authentisch sind, weiß ich nicht. Es ist ein schöner Farbtupfer. Und ja, denken Sie dran, sowohl in Sanssouci als auch auf der Roseninsel im Starnberger See, die weiß-blaue Säule. Und auf der Roseninsel im Starnberger See, das ist der nächste Link wiederum, hat Linné auch ein hinreißendes Rosenrondell angelegt, was im Juni wirklich auch besichtigenswert ist mit historischen Rosen. Zum Thema Rosen komme ich aber gleich nochmal. Wir müssen jetzt mal einen Schritt zulegen, lieber Peter. Ja, Christa, und das nehme ich gerne nochmal auf den Ball, denn ein bisschen Werbung darf ja sein. Also wenn wir dann in das Tölzerland hineinfahren als Zusatzreise in diesem Jahr, dann geht es dabei auch auf die Roseninsel im Starnberger See. Und das wissen eben viele nicht, dass Peter Josef Linné ja eben auch dort in Bayern tätig war. Wenn ich dann nicht im Ausland bin, werde ich diese Reise selbst leiten. Das mache ich sehr gerne. Ich habe früher als Gartendenkmalpfleger gearbeitet bei der staatlichen Verwaltung der Schlösser, Gärten und Seen in Bayern, war dann allerdings für Bayreuth zuständig von Nymphenburg aus, aber auch die Roseninsel dort, die gehörte natürlich zu unserem Arbeitsbereich. So, du bringst uns noch weiter hinein. Wir schauen natürlich auch ein bisschen auf die Uhr dabei, wollen ja noch ein paar schöne Worte aus deinem Buch entsprechend zu Marly hören.
und von dem Romantiker auf dem Thron natürlich auch noch ein bisschen etwas zu hören bekommen. Ihr seid unterwegs Richtung Friedenskirche und dort gibt es ja dann diese Pleasure Grounds, diese intensiven Beetgestaltungen, ganz anders als der so natürliche Landschaftsgarten, wie wir ihn aus dem frühen 19. Jahrhundert her kennen. Sehr schön, ja, aber auch das Licht- und Schattenspiel zu erleben, die hellen Gartenräume, die dunkleren Gartenräume und eben das Spiel der Wolken auf der großen Wiese zu sehen. Aber jetzt wird es wieder bunt. Oh, das sieht wirklich traurig aus. Jetzt wird es ganz bunt und jetzt sind wir am Flora-Beet. Das ist ein aufgefächertes Beet. Sie sehen das mit diesen schönen Farbkombinationen. Die Tulpen sind zwar inzwischen verblüht, aber wir haben wunderbar die lila, kräftig lila Viola. Wir haben die Bellis und wir haben hier vorne was. Da zeigt der Peter nochmal drauf. Das ist leider auch schon fast verblüht, aber das ist die Aurikel. Und die war im Rokoko eine Lieblingspflanze, weil sie so sehr ätherisch, so verziert, so ein bisschen exzentrisch, extravagant ist. Und die hat hier geblüht, nur ist sie leider weg. Aber keine Sorge, auch hier werden die wunderbaren Gärtner der Schlösserstiftung wieder was Herrliches anlegen. So, und jetzt sind wir auf der an der Teebank von Friedrich Wilhelm IV., wo er, so geht die Sage, auch immer seinen Tee getrunken hat. Und die beiden Fitnessmenschen wollen wir jetzt gar nicht vertreiben. Nicht? Also das gehört ja alles hier dazu. Im Park wird Fitness gemacht, wunderbar. Ja, rückt mal zur Seite. Ja, nein, die bleiben da. Ich wollte noch was sagen, weil wir die Zeit nicht mehr haben, zu dieser schönen Kirche zu gehen. Ja, also der Romantiker auf dem Thron, Friedrich Wilhelm IV., die Zusammenarbeit mit Schinkel und Lené war kongenial. Und es geht die Geschichte, die wirklich auch wohl wahr ist. Der König hatte eine Mappe, weil er hatte jeden Tag mindestens 3 neue Ideen für neue Gebäude und Architekturen und Parkgeschichten. Tschüss, viel Spaß noch. Die beiden Jogger haben wir jetzt vertrieben. So, und auf dieser Mappe stand Luftschlösser. So. Also so war das mit seinen vielen Projekten. Vieles ist nicht realisiert worden, aber es ist genügend realisiert worden, dass wir das heute noch genießen können. Und das ist eben die Friedenskirche. Und jetzt setze ich mich auf die Bank, wo Friedrich Wilhelm IV. Im Angesicht der Flora seinen Tee genossen hat und lese noch ein ganz kleines Stückchen zum Thema Rosen. Denn es gibt also Rosenfreunde, gibt's ja unendlich viele auf dieser Welt. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ein Garten ohne Rosen ist kein Garten. Und es gibt hier im Parc Sanssouci einen hinreißenden Rosengarten. Und zwar am Schloss Charlottenhof. Das ist ein bisschen versteckt. Es gibt auch viele Leute, die gehen dran vorbei. Der Professor Seiler hat ja mal gesagt, das war auch ein ehemaliger Gartendirektor hier, der das Privileg hat, heute auf der Pfaueninsel zu leben. Der hat gesagt, wenn man nur diese Magistrale entlang geht, also diese Hauptallee, wer stets geradeaus geht, der geht immer vorbei und da hat er recht. Also biegen Sie ab, wenn Sie im Schlosspark von Sanssouci sind, zum Schloss Charlottenhof. Ein winziges, kleines, entzückendes Schlösschen, eingerichtet von Schinkel. Und dazu gibt es eben dieses Rosenrondell von Lené. Und dieser Königin der Blumen ist ein eigener Garten gewidmet. Und davon lese ich jetzt ganz kurz noch ein paar Sätze nur vor. In einem konzentrischen Kreis recken unzählige Buschrosen und vor allem Hochstammrosen ihre duftenden Blüten dem Besucher entgegen. Dieser kann so quasi in Nasenhöhe das Aroma genießen und hat obendrein die Schönheit ganz nah vor Augen. Über 400 ausschließlich historische Rosen, also höchstens bis um 1880 bekannte Sorten, sind hier zu bewundern. Sie blühen zwar meist nur einmal, dafür aber umso prachtvoller. Und viele verführen mit unnachahmlichem Duft. Allen voran die uralte purpurrote Rose d'Rescht. Und allein die Namen der meisten anderen sind pures Schwelgen. Reine de Violette, Souvenir de la Malmaison, Prinzesse de Lamballe oder Duchesse d'Abrantes. Eine rosenumrankte Holzlaube als lauschiger Ruheplatz im Zentrum wird bewacht von einem Brunnen mit Faun
Und noch verwunschener wird der Ort im Mai. Dann prangt der Rahmen aus Fliederbüschen mit üppigen Blüten. 1835 legte Peter Joseph Lenné das Rosenjuwel auf Wunsch des Kronprinzen und späteren Königs Friedrich Wilhelm IV. An. Und es gibt eben noch ein weiteres Rosenrondell auf der Pfaueninsel von Lenné und, Carsten, du sagst es, auf der Roseninsel im Starnberger See. So, und jetzt weiß ich nicht, wo mein Kameramann geblieben ist. Weil eigentlich. Ja, doch, ich sehe es. Weil jetzt wollten wir natürlich die Tradition, die du schon angefangen hast, fortsetzen, nämlich diese wunderbare Gartenstunde mit einem Getränk zu beenden. Und wir machen es jetzt mal etwas profan, ohne Alkohol, dafür aber doch stilecht mit Tee, weil ja Friedrich Wilhelm IV. Hier auch Tee getrunken hat. Und wir haben jetzt keine teure Porzellankanne mitgenommen, aber immerhin zwei Pappbecher mit Toile de Jouy Motiv. Und ich würde sagen, wir stoßen jetzt mit Tee an auf dich, Carsten, und auf Sanssouci und auf Charlotte und auf all die wunderbaren Gäste, die uns hoffentlich mit Vergnügen und Inspiration eine Stunde lang begleitet haben. Liebe Christa, also wir stoßen gerne mit euch an. Wir stoßen das. Charlotte, danke schön. Liebe Damen und Herren, vielleicht haben Sie auch ein Getränk zur Hand. Wir haben die Teebecher genommen. Es duftet geistreich aus den Teebechern heraus. Das verraten wir jetzt nicht. Also sehr zum Wohl. Ja, Prost. Und liebe Christa Prost. Und lieber Peter Dachnia, ihr habt das ganz wunderbar gemacht. Ja. Also ein Erlebnis, traumhaftes Wetter, wunderschöner Garten, sehr schön nahegebracht. Nun ein riesiger Garten, das kleine zauberhafte Charlottenhof, die Fasanerie, den Freundschaftstempel, alles das müsste man noch besuchen. Man braucht mehr als einen Tag, um diesen Park kennenzulernen. Wir möchten Ihnen Lust machen, mit unserem Format dorthin zu fahren, Potsdam kennenzulernen. Und damit haben wir ja nur Sanssouci genannt. Dazu kommen anderen Parks, die dort die Insel Potsdam ausmachen. Das preußische Arkadien, diese gestaltete Landschaft. Es ist schon ein absolutes Juwel, was wir hier in Deutschland haben. Wir brauchen uns nicht zu verstecken bei all den anderen Ländern, vor all den anderen Ländern, die natürlich auch ihre gärtnerischen Schönheiten haben. Aber Deutschland ist eben auch ganz gut dabei. Liebe Christa, lieber Peter, ihr habt uns das ganz zauberhaft nahegebracht. Ein ganz herzliches Dankeschön sage ich an euch. Auch ohne Honorar habt ihr das hier gemacht. Auch dafür nochmal ein ganz liebes, ganz großes Dankeschön und eine Aufforderung. Liebe Damen und Herren, denken Sie an uns. Buy me a coffee. Spendieren Sie uns einfach mal einen kleinen Kaffee, den wir dann vielleicht auch in einen preußischen Tee oder ein Brandenburger Bier oder wie auch immer dann umsetzen können. Dankeschön. Oder einen Wein vom Weinberg in Sanssouci. Und tut mir leid, das Geheimnis um den Schriftzug konnte ich immer noch nicht lüften. Also dann darf ich da nochmal eingrätschen und Sie, liebe Damen und Herren, darauf aufmerksam machen. Dazu gibt es hervorragende Podcasts. Und ich habe in meiner Dissertation über Landschaftsgärten ja auch ein Thema der Freimaurerei gewidmet. Und das ist etwas, was uns vielleicht dort dem Verständnis dieses Geheimnisses näher bringt, warum da dieses Freizeichen ist, sans, Komma, Leerzeichen, Souci, auf der einen Seite ohne Sorgen, auf der anderen Seite ohne und dann leer und dann doch die Sorgen. Das ist die Frage, wie kann es interpretiert werden? Bis heute gibt es keine schlüssige Antwort, aber viele Antworten und das sind natürlich dann die besten Fragen, die gestellt werden. Friedrich der Große hat uns dort ein gewaltiges Geheimnis übertragen, das wir bis heute noch nicht sinnvoll und mit einer Antwort dann entschlüsselt haben. Dafür, liebe Damen und Herren, reisen Sie mit uns. Wir werden dann miteinander philosophieren. Wir werden nachdenken, was macht eben dabei dann auch diese Gärten wirklich aus. Liebe Damen und Herren, ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass das, was Sie jetzt im Ansatz nur gesehen haben, Sie noch mal nachlesen können. Die Christa hat vorhin aus ihrem Buch vorgelesen. Wir schalten noch mal eine
Folie ein. Da sehen Sie das Cover des Buches über den Park Sanssouci von der Stiftung der Schlösser und Gärten herausgegeben, geschrieben eben von unserer Christa Hasselhorst. Da schauen Sie noch mal rein. Da wird Ihnen viel auf wunderbare Weise noch einmal nahegebracht. Wir möchten aber auch darauf aufmerksam machen, wir werden gleich den Chat noch weiter anlassen, eingeschaltet lassen. Wenn Sie hier unsere Sendung verlassen möchten, können Sie das natürlich gerne tun, liebe Damen und Herren. Wenn Sie aber mit uns noch weiter im Gespräch bleiben möchten, dann können Sie das auch herzlich gerne tun oder in den nächsten Tagen per E-Mail oder Sie rufen mich einfach im Büro an. Das ist alles ganz wunderbar und dafür sind wir auf dem kurzen Wege für Sie da. Wir freuen uns natürlich, dass Sie heute mit in Potsdam waren. Ein liebes Dankeschön an Sie und hoffentlich hat es Ihnen so viel Spaß gemacht wie uns und Sie freuen sich schon auf die nächste Sendung. Wir haben einige Eisen im Feuer. Manche sind besonders schwierig, denn unsere Verbindung nach Indien ist nicht ganz einfach. In Indien darf man Zoom nicht verwenden. Wir müssen schauen, wie wir da technisch klarkommen. Aber wir werden beim nächsten Mal in 14 Tagen eine ganz spannende Schaltung haben. Und zwar ist es nicht weit, aber gedanklich hinaus in die große Welt. Wir schalten zu dem Globetrotter Christian Rommel. Und er wird uns dann auf seine Abenteuerreisen mitnehmen, die sowohl in die Antarktis führten, in den Urwald Borneos, zu den Schrumpfkopfjägern in Südamerika. Wir werden also dort Abenteuerberichte hören und es wird sicherlich eine außerordentlich kurzweilige und ganz spannende Veranstaltung werden, auf die ich mich auch jetzt schon sehr freue. Ihr Lieben dort in Potsdam, wir schauen noch einmal in euren wunderbaren Abendsonnenschein. Es war eine genussreiche Sendung. Bleibt gesund und munter. Ein liebes Dankeschön für eure großartige Umsetzung dieser ersten Live-Sendung im Garten, die wir hier gemacht haben. Und liebe Damen und Herren, bleiben auch Sie bitte gesund, munter, optimistisch und reisefreudig. In diesem Sinne sage ich einfach adieu, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adieu. Adieu. Adieu.